Die Angst vor sexuellen Übergriffen ist für viele Frauen alltäglich. Eine Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte ergab, dass 83% der Frauen zwischen 16 und 39 Jahren in der EU ihre persönlichen Freiheiten einschränken, um sich vor Gewalt und Belästigung zu schützen. In Berlin gaben 72% der befragten Frauen an, sich an öffentlichen Orten unsicher zu fühlen, wobei 46% suspekte Personen als Grund nannten. Diese Ergebnisse stammen aus einer Studie des Vereins Plan International e.V. zur gefühlten Sicherheit von Frauen in deutschen Städten. Moderatorin und Podcasterin Janine Ullmann sprach kürzlich mit der Zeitschrift Bunte über dieses bedrückende Thema. Sie erklärte: Ich würde niemals abends in einem kurzen Kleid und High Heels auf die Straße gehen, weil das für mich kein sicherer Raum ist. Ullmann, bekannt aus Sendungen auf RTL und Pro7, fügte hinzu: Abends trage ich lieber Sneakers und einen Hoodie, weil ich mich damit sicherer fühle. Sie betonte, dass das Tragen von kurzen Kleidern und hohen Schuhen für einige Männer anscheinend als Einladung zur Belästigung verstanden wird. Besonders alarmierend ist eine Erhebung, bei der über 1000 Frauen öffentliche Orte in Deutschland markieren sollten, an denen sie sich sicher oder unsicher fühlen. Von den über 1000 gesetzten Markierungen wurden 80% als negativ bewertet. Gründe für das Unsicherheitsgefühl waren aufdringliche Kommentare, schlecht beleuchtete Straßen und Vorfälle von Verfolgung und unerwünschten Berührungen. Jede vierte Frau berichtete von sexueller Belästigung und jede fünfte Frau hat bereits Verfolgung, Beschimpfungen oder Bedrohungen erlebt. In Berlin gab Innenstaatssekretär Christian Hochgräbe, SPD, bekannt, dass jährlich 111 Gruppenvergewaltigungen in der Stadt verzeichnet werden, mit steigender Tendenz. Um sich zu schützen, greift Janine Ullmann in heiklen Situationen oft zu ihrem Handy oder Schlüsselbund. Ich habe entweder wirklich mit jemandem telefoniert, bis ich sicher zu Hause angekommen bin, oder so getan, als würde ich telefonieren. Meinen Schlüssel hatte ich dabei so in der Hand, dass ich mich im Notfall hätte verteidigen können, erzählte sie Bunte. Sie betonte, dass die Schuld für Belästigungen nicht bei den Frauen oder ihrer Kleidung liegt, sondern bei den Tätern. Und jetzt gib mir mein Futter oder ich besuche dich um 3 Uhr nachts und schaue dich böse an. Und lass mir ein Abo da.